Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Das schöne Projekt auf meinem Kanal, das wunderschöne Projekt, das ich jetzt hier als letztes irgendwann mal gestartet habe und auf das ich echt voll stolz bin. Und ich merke gerade, ich bin so blöd für die Steuerung. Ich habe vorhin ein... Was heißt vorhin? Ich habe in... Meine Fresse. Loud Stage. ich habe in letzter Zeit einfach mehr Metal Slug und Spelunky gezockt als so irgendwas auf Emulator. Ich hätte zwar noch Mario 64, was ich leider nicht mehr, oder halt ja, leider an sich nicht als Original hab. Darum hätte ich das mal eigentlich als Material, und Star Road wollte ich eigentlich auch mal probieren. Kam ich bisher aber nicht zu. Und bei Star Wars muss ich sowieso schauen, dass ich dann nicht die total verbuggte Version erwische, die der Entwickler später nochmal überarbeitet und neu released hat. Ja. Jetzt mach keinen Scheiß, Mario. Danke. Ich muss mich auch wieder reingewöhnen, weil ich habe ja, wie gesagt, nur den Xbox-Controller, mit dem ich einfach nicht das Gefühl für das ganze Ding habe, wie mit dem Dingenskirchens-Controller. Ihr wisst schon, ich bin blöd. Ich bin wirklich blöd. Ich mache das jetzt einfach so, weil, ich wäre jetzt schon zweimal Game Over gegangen, wenn ich jetzt richtig mit den Toten gezählt habe. In einem der letzten Parts habe ich nach 1 Minute 4 Sekunden den ersten Level abgeschlossen. Hier bin ich in nicht mal 1 Minute 4 Sekunden zum ersten Mal gestorben. Also, so viel zu den Skills in diesem Let's Play. Ja, gut. Ich werde es einfach so machen mit Save State und Load State nicht in den Koopa rennen, bitte. Weil es ist deutlich entspannter, wenn ich jetzt nicht jedes Mal wieder vom Anfang der Welt anfangen muss. Weil das finde ich nicht so geil, das findet ihr mit Sicherheit auch nicht so geil. Das war natürlich um einiges schlimmer, als ich damals noch ein totaler Noob war, als ich das zum ersten Mal gezockt habe, am Game Boy. Das heißt am Game Boy. Ja, halt am DS, aber es... Doch, oh, ich habe es am Game Boy Advance zum ersten Mal gezockt, aber selber besessen habe ich zwar die Game Boy-Version, aber ich habe es immer nur auf dem DS gespielt, weil ich keinen Game Boy hatte, aber einen DS Lite, der auch mit den Game Boy-Modulen arbeiten konnte. Das hatte ja so eine Spezialvorrichtung, das Gerät, und deswegen ist das so. Ja, deswegen konnte man das alles spielen. Da war auch damals Super Mario, also Classic Mario Brothers dabei. Fand ich voll witzig. Habe ich eine Zeit lang sogar gesuchtet, weil das Spiel einfach auch so seinen Charme hat. Ja, jedenfalls. Ich könnte hier eigentlich auch ein Save State setzen, aber es ist nicht Kaiser Mario, es ist einfach nicht nötig. Ich hab das hier übrigens schon zweimal aufgenommen. Eigentlich. Vor ein bisschen längerer Zeit. Dann kam die Pflanze und ich habe Rage quittet. Nein, sowas nicht. Aber jedenfalls, weil ich halt beide Male dann irgendwann Game Over gegangen bin, habe ich halt die ganze Aufnahme an die Wand geklatscht. Da kam ich auch nicht auf die Idee, dass ich die Save States nach jedem Level benutzen könnte. Ich will aber keine im Level benutzen. Das wäre Beschiss. Das kann ich in Kaizo Mario sehr oft machen, aber nicht hier. Ich denke, in Kaizo Mario habt ihr auch Verständnis dafür. Jetzt versuche ich einfach hier mal nicht voll zu versagen. Ich nehme hier schon fast 5 Minuten auf und habe noch gar nichts erreicht. Aber immerhin, ich kann reden und ich kann reden und ich kann reden. Wie war es zuletzt? Ich wollte eigentlich auch, ich hatte Mitte Februar quasi in der Faschingswoche ein Seminar in Nördling vom Deutschen Roten Kreuz aus, weil ich arbeite ja bei denen. Und da wollte ich eigentlich auch einen Vlog bringen, hat sich leider nicht ergeben. Ich hatte zwar ein paar Aufnahmen, aber... Tut mir leid. Ich hatte zwar ein paar Aufnahmen, aber...
Ich bin am zweiten Tag schon ziemlich schwer erkrankt. Was hieß, ich hatte an sich kaum noch eine Stimme. Ich war so am Arsch. Deswegen dachte ich, jetzt habe ich Aufnahmen vom ersten Tag. Vom zweiten habe ich schon gar keine mehr gemacht. Dann war es eigentlich so ein Eintagesding und dann sitze ich daheim vor der Cam und sag, ja, es ist so, ich bin halt krank und ja, deswegen bin ich jetzt am dritten Tag schon wieder heimgefahren und ja, tut mir leid, bis zum nächsten WLAN. Ja, da habe ich dann das hinteren auch nicht gesehen. Wobei ich aber sagen musste, ich hatte in einem Videoausschnitt sogar eine richtig geile Frisur, die hätte ich euch so gern gezeigt. Egal. Ist ja kein Model-Channel hier. Wobei ich es so einen machen könnte. Okay, das war jetzt nicht so der geile Witz. Aber egal. So eliminiert man die Viecher. Warum versuche ich eigentlich immer mit dem rechten Trigger zu rennen? Ich habe doch die klassische Mario-Steuerung mit dem B-Knopf. Boah, zu viel Metal Slug, zu viel Spelunky. Ich sollte mehr Mario zocken. Wobei das im Dingens im Mario 64 auch nicht viel hilft, weil ihr wisst ja, dass Rennen geht in Mario 64 nicht. Das wollte ich sagen. So. Ich bin so behindert, oder? So. Moment, ich bin ganz kurz weg. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich Safe State setzen und habe den letzten State geladen, wie man unschwer erkennen konnte. Jetzt habe ich jedenfalls das, was ich haben wollte, und zwar Level 2 und noch ein Leben. Und ich versuche schon wieder mit dem rechten Trigger zu rennen. So, danke. Was ist da unten? Ach Gott! Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass es eine halbe Wasserwelt ist, dann wäre ich hier nie hergegangen. Ha, ha. Ach Gott, nein. Was ist jetzt auch noch das hier? Ey, durch Röhrenballern ist unfair! Kann ich doch bei Left 4 Dead 2 auch nicht! Okay, das sind keine Röhren, aber... ihr wisst, was ich meine. Ja. Koopa, komm mal bitte her. Koopa, 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 Koopa. Hi. Ich könnte das eigentlich mitnehmen ohne Piranha-Pflanze, sage ich schon. Der Feuerpflanze voll ins Fressbrett werfen. Wobei das irgendwie auch zu einfach wäre. Bye. So, hier oben ist ein One-Up. Das sind so Sachen, die man einfach weiß, wenn man so wie ich das Spiel früher rauf und runter gesuchtet hat. Nein. Nein. Fuck. Egal. Ich habe mich gar nicht mal schlecht geschlagen. Hier an der Stelle hatte ich immer Schwierigkeiten früher. Vor allem, als ich noch so ein Rage-Kitty war. Gut. Jetzt momentan. Heutzutage kann ich auch immer wieder noch Rage-Kitty sein, aber sehr, sehr selten. Ah, ein Memory. It's a Memory. Nein. Way! Also, wie ich gerade gesagt habe, früher konnte ich auch noch ein Rage-Kitty sein. Okay, nein, das war... Das sollte ich sein lassen. Dann Safe State und ab in den nächsten Level. Also, ich werde das jetzt natürlich... Wo war ich jetzt? Oh Gott, ich habe den Stern vergessen.
Ich habe das ultravolle Dingens in diesem bekackten Level vergessen. Ich bin so blöd und so inkompetent und Lucky, du auch! Lauf! Wie zur Hölle ging das jetzt noch gut? Ah, ich bin zufrieden. Also ich mache erstmal Level 5. Warum nicht Level 4? Weil ich es kann. Und weil Level 5 nicht fortschrittsrelevant ist. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Danke. Genau das hatte ich vor. Ich wusste zwar nicht, dass der Koopa da irgendwann kommt, aber für den Fall, dass einer kommt, dachte ich mir so. Ja. Nehme ich den halt mal mit. Und. Nein, in your face. Ich glaube, das ist das Labyrinth. Kann das sein? Das ist ein Labyrinth. Ich meine, für alle, die sich es jetzt blind anschauen, wobei ich nicht glaube, dass hier irgendjemand das blind spielt von allen Mario-Fans. Gut, es kann natürlich sein, dass hier auch noch neue dabei sind. Ein bisschen jüngere Zuschauer vielleicht oder jemand, der vor 2 Jahren oder so erst aus Nordkorea hier eingewandert ist, der sowas natürlich nicht kennt. Ich glaube es zwar eher nicht, aber wer weiß. I'm one up. I need this. I need this! Oh, es kommt hier rüber. Danke. Also, ich brauche da noch irgendwas Richtung Koopa-Panzer oder sonst was. Und da drüben wäre es weitergegangen. Falscher Ausgang. Das war schon mal sehr schön. Naja. Warum auch nicht. Und zack. Halleluja, dankeschön. So, ich bin jetzt also hier drüben angelangt. Stirb bitte. Du gehst auch weg. Ah, der wäre noch ein One-Up drin gewesen, oder? So, da unten ist so ein Dummheitstest, also wer da drin versucht reinzugehen und noch überlebt, der ist ein Skiller, ein Purer. Wer reingeht und stirbt, der ist der dümmste Mensch auf Erden. Merken. Flitzen! Wo ist mein One-Up hin? Das finde ich jetzt unfair! Mensch! Ich wein gleich! Ach komm schon. Was denn? Pilz. Pick up Bugs. Okay, dann nehme ich mal dich. Und auch nicht die rechte Rückentaste nähern, Mann, ey! Also, auf geht's. Ich find's aber ganz schön, dass ich hier noch ein paar Leben zusammengefahren kriege. Alter. Gerade sage ich, ich find's schön, dass ich ein paar Leben zusammengefahren kriege und dann sowas. Ja, jedenfalls Safe State. Und so. Danke. Weil Level 4 ist jetzt wirklich total scheiße und assi. Woher ich das weiß? Ich habe Talent. Talent, sowas zu spüren. Und wenn ich das schon wieder sehe, was hier jetzt gerade abgeht, dann weiß ich, ich hatte recht mit meiner Vermutung, dass es alles total scheiße und assi ist. Ich weiß nämlich ganz genau, wie dieses Level aufgebaut ist. Wahrscheinlich die meisten von euch auch, aber ich weiß es halt. Und darauf kommt es jetzt vielleicht
In dem Thema, wer hier gerade vor dem Bildschirm sitzt und die ganze Aufnahme macht. Ich meine, es ist schön, wenn ihr das ganze Ding auch kennt, aber das hilft mir halt relativ wenig. Wobei er mir eigentlich auch mal hin und wieder so ein paar Tipps geben könnte. Da hätte ich an sich nichts dagegen, solange es nicht in Spoiler ausartet. Ich hasse diese Scheißquallen! Ja, das hat sich gelohnt. Der Scroll hat sich gelohnt. So, geht das damit? Ja, das geht damit. Dann wisst ihr was? Scrollers? Wofür habe ich einen Frosch? Ich wollte schon einen Frogman sagen. Der hört sich so cool an hier. Der schwimmt auch cool, merkt ihr es? Hue. Der schwimmt auch hoch. Und runter. jedenfalls. Hier ist noch jede Menge Platz, um sich irgendwie einzusperren in so eine halbe Todesfalle rein. Und der Blooper hasst mich irgendwie. Am Anfang dachte ich, die Blooper aus New Super Mario Bros. Im DS-Teil wären andere als die hier, weil die wirklich relativ verschieden aussehen, habe ich das Gefühl. Ich bin so blöd, ey. Ich bin die Inkompetenz in Person. Oh Gott, noch eine Blooper Nanny. Zwei! Nein. Nicht lecken, Emulator. Scheißpilz. Seht ihr das, wie die Performance runtergeht? Also, ich hatte gerade den Eindruck, das Spiel war nur noch halb so schnell. Ich meine, ich kann mich irren. Ich bin Neon, ich kann mich immer irren, aber. Ja, mir kam das gerade so vor. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Ihr solltet wissen, es ist nämlich relativ spät und die Nachbarn sollten nicht unbedingt wach werden, wenn ich hier rumschreie. So. Wisst ihr was? Ich hab genug von denen. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf die. Genau so sieht's aus. Nein. Ich hab genug Frösche, dass ich diesen Level auch irgendwann mal überlebe. Hoffe ich zumindest. Sollte auch aufpassen, was ich mache, weil wenn ich jetzt den Joystick irgendwie schnalzen lasse, dann. Ich hab den doch nicht berührt, ey. Geh weg. Ich weiß auch im Großen und Ganzen nicht, was es mit diesen statischen Quallen auf sich hat. Weil die haben ja nicht irgendwie Karten gekauft und sind jetzt Zuschauer. Ich habe die sonst gefühlt noch nirgends gesehen. Es kann sein, in einem Vorgängerteil war das mal, weil da habe ich ja bisher nur Super Mario Bros. Gezockt. Da war er ja dabei. Damals, vor etwa 2 Jahren oder so. Weiß ich gar nicht mehr. So, genau. Jedenfalls. Dicker Fisch. Boah. Bin ich vorhin echt so kurz vorm Ziel gestorben? Ah, gut, Mario stirbt nicht. Danke für den Hinweis, aber. Bin ich vorher so kurz vorm Ziel einfach. Ja. Gescheitert. So. Jetzt kommt ein toller Level. Das sage ich euch. Also freut euch gefälligst. Es kommen sogar zwei tolle Level auf uns zu. Zwar einmal. Ich könnte hier einlullen. Oder auch nicht. Einfach aus Prinzip, nämlich das mal jetzt. Weil ihr seht's.
Pflanzen en masse. Und die kleinen Scheißviecher da drüben, die kann man nicht besiegen. Man kann einfach nur hoffen, dass sie einem nicht in den Arsch speisen. Wobei sie nicht mal direkt zu beißen. Würde ich mal behaupten. Control Stick, wenn ich nach unten drücke, meine ich nach unten und nicht nach links. Boah. Ich wollte gerade schon sagen, wie viel Glück kann man haben. Dann kommt sowas. Meine Inkompetenz ist nicht mehr zu überbieten. So, danke. Jetzt bin ich wieder klein hier rein. Ich habe eigentlich gerade den State geladen, damit ich die Feuerblume wieder habe. Die setze ich auch jetzt direkt mal ein, einfach aus Prinzip. Bin ich auch einfach zu doof für das Spiel. Gerade. So im Moment. Vielleicht auch allgemein. Aber den Level habe ich schon geschafft. Der ist relativ kurz. Nice, ein P-Flügel.